Fangen wir ganz einfach mit einer Frage an. Wo fährst du normalerweise in Mario Kart? Die richtige Antwort hier ist, auf der Strecke bzw. auf der Straße natürlich. Und weil wir immer auf der normalen Straße in Mario Kart fahren, habe ich mich gefragt, wie viele Strecken aus Mario Kart 8 Deluxe kann man beenden, ohne die normale Straße zu berühren und nur durch die Offroad zu fahren. Und genau das ist unser Ziel heute. So viele Strecken wie möglich nur durch die Offroad zu beenden. Aber Moment, man startet doch auf der normalen Straße, wie soll das gehen? Genau deswegen müssen wir ein paar Regeln festlegen. Die erste Regel ist, dass eine Strecke nur dann als Offroad beendbar gilt, wenn man es innerhalb von 3 Sekunden nach dem Start in die Offroad schafft. Die zweite Regel ist, dass es nur als Offroad zählt, wenn man die Controller-Vibration spürt. Wenn man in der Offroad fährt, dann vibriert nämlich der Controller, um dem Spieler zu zeigen, dass er nicht auf der normalen Straße ist. Die dritte Regel ist, dass Boost-Panels, Gravity-Panels und Gleiter-Panels nicht zu Offroad zählen und ich diese nicht berühren darf. Wenn man diese nicht umgehen kann, dann zählt die Strecke als unschaffbar. Und Regel Nummer 4 ist, dass man keine Items benutzen darf, um sich einen Vorteil zu erschaffen, den man sonst nicht hätte. Außer wenn die Offroad eine gerade Strecke ist, dann ist zum Beispiel ein Pilz kein Vorteil, wenn man die Strecke auch ohne Pilz schaffen würde. Da wir die Regeln nun geklärt haben, können wir loslegen. Vergesst aber vorher nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Und schreibt auch noch in die Kommentare, was ihr denkt, wie viele von den 96 Strecken in Mario Kart man nur mit der Offroad schaffen kann. Fangen wir an mit Mario Kart Stadion. Am Anfang kann man hier direkt in die Offroad fahren, soweit so gut. Hier kann man eine Weile weiterfahren, bis man zu einem Gravity Panel kommt. Ich habe versucht, an der Seite durchzufahren, aber jedes Mal hat sich das Panel aktiviert. Mario Kart Stadion ist also nicht möglich. Weiter geht's auf Wasserpark und hier sieht man direkt, dass es nicht möglich ist, denn schon vom Spawn aus ist keine Offroad in Sicht. Auf Zuckersüßer Canyon kann man direkt am Anfang wieder rechts in die Offroad fahren. Aber beim Tunnel ist der Run auch wieder vorbei, denn hier gibt es gar keine Offroad. Bei den Steinblockruinen kann man links auf die große Offroad-Fläche fahren. Das bringt uns aber nichts, weil man von hier aus nicht auf der Offroad weiterfahren kann. Auf der rechten Seite haben wir genau das gleiche Problem. Marios Piste sieht erstmal vielversprechend aus, weil man die große Kurve komplett in der Offroad fahren kann. Aber nur kurz später kommen ein Gravity Pad und eine Brücke ohne Offroad. Toads Hafenstadt ist auch nicht möglich, weil man erstens die Offroad nicht rechtzeitig erreicht und es zweitens noch keine weitere Offroad gibt, die der Strecke entlang geht. Genau das gleiche bei Grusel-Wusel-Villa, da gibt es am Anfang nämlich überhaupt keine Offroad. Bei den Shy Guy Wasserfällen wird man auf beiden Seiten entweder von normaler Strecke oder von einem Gravity Pad aufgehalten. Sonnenflughafen hat am Anfang auch keine Offroad, ist also auch nicht möglich. Bei der Delfinlagune kommt man schon etwas weiter. Bis zu den Röhren, wo Luft rauskommt, schafft man es auch relativ einfach auf der Offroad zu bleiben. Aber wenn man runterfällt, dann setzt Lucky zu einem direkt auf die normale Strecke zurück. Die Röhren zähle ich als Teil der normalen Strecke, weshalb die Challenge auch hier leider nicht möglich ist. Beim Discodrom ist direkt am Anfang ein Gleiter, den man nicht umgehen kann, also ist es auch hier nicht möglich. Bei Warios Abfahrt hatte ich große Hoffnung, weil ich dachte, dass man die Skipiste einfach am Rand herunterfahren kann. Aber ich habe schnell gemerkt, dass durch das Eis keine Offroad mehr da ist. Bei der Wolkenstraße ist es wieder das gleiche wie auch schon, was die Challenge verhindert. Ein unumgehbares Boostpad direkt am Anfang. Knochentrockene Dünen war sehr easy am Anfang, man kann einfach alles am Rand im Sand entlangfahren. Aber später bei der Rampe ist es links und rechts der Fall, dass die Straße die Offroad immer mehr überdeckt, bis keine Offroad mehr übrig ist. Bowsers Festung hat direkt rechts und links am Anfang jeweils eine kleine Offroad, allerdings zieht sich diese nicht weiter in die Strecke durch. Auf der nächsten Strecke, der Rainbow Road, gibt es keine Offroad, an der man die Strecke entlangfahren könnte. Und so ist es auch bei den meisten anderen Rainbow Roads. Bei Yoshis Piste bin ich so weit gekommen wie noch bei keiner anderen Strecke. Allerdings hört die Challenge wieder mal bei einem Tunnel auf, hier gibt es nämlich wieder einmal keine befahrbare Offroad, egal ob man von links oder von rechts kommt. Jetzt wird es interessant und zwar mit Excitebike Stadion. Eigentlich mag ich die Map nicht so, aber heute schon. Denn tatsächlich ist es die erste Map heute, bei der es möglich ist, das ganze Rennen nur in der Offroad zu fahren. Die grüne Grasfläche auf der Seite zieht sich durch die ganze Strecke entlang, sowohl links als auch rechts. Somit geht unser Counter von 0 auf 1 hoch. Sehr nice, ein Like für Excitebike. Leider geht es mit einer Enttäuschung weiter, denn die große Drachenmauer bietet uns wieder einmal keine Offroad zum Befahren. Genauso wenig wie Mute City. Bei Baby Park dachte ich, dass es außenrum eine Grasfläche hat, aber ich habe mich geirrt, denn die einzige Offroad hier besteht aus den zwei vereinzelten Flecken Gras jeweils bei den Kurven. Challenge nicht möglich. Bei Käseland kann ich direkt sagen, dass es mit unseren Regeln nicht möglich ist. Jedoch habe ich es geschafft, die Strecke nur mit Offroad zu beenden, indem ich Boostpads und Gleiterpads ignoriert habe. Mit Hilfe von Pilzen konnte ich die normale Straße überspringen und durch die Panels wieder in der Offroad landen. Leider zählt die Strecke für uns aber nicht, weil unsere Regeln Boostpads und Gleiterpads verbieten. Wilder Wipfelweg, eine meiner Lieblingsstrecken, ist leider auch keine große Hilfe für die Challenge. Es gibt keine Offroad, die man in 3 Sekunden erreicht. Auf der Animal Crossing Strecke verhindert diese Brücke, dass ich in der Offroad bleibe. Auch ein Fail. Auf der Kumu-Weide hatte ich ein gutes Gefühl. Ich konnte bis fast ans Ende am Rand der winzigen Offroad fahren. Ich war sehr confident, dass es möglich ist, aber aus irgendeinem Grund war bei einer Stelle die Vibration weg, obwohl die Offroad noch zu sehen war. Aber ohne Vibration ist es keine Offroad, also auch hier ein Fail. GBA Marius Piste hat direkt am Anfang große Offroad-Abschnitte, aber wegen dem Boostpad weiter vorne ist auch hier die Challenge unmöglich. Der Cheap Cheap Strand ist mal wieder eine Strecke, die am Anfang überhaupt keine Offroad hat. Genau das gleiche ist bei Toads Autobahn der Fall. Staubtrockene Wüste. Hier gibt es so viele und so große Offroad-Sandflächen, hier muss es doch möglich sein, oder? Naja, mal schauen. Zuerst fährt man durch das große Feld rechts und bei den Pokies vorbei. Den Strudel weiter vorne kann man auch einfach in der Offroad umfahren. Meine Sorge war, dass der Wasserabschnitt den Run killt. Aber nein, auch hier kann man einfach an der Seite durchfahren. Und
damit hätten wir die zweite Strecke, die man nur mit der Offroad befahren kann. Denn am Ende kann man auch einfach durch den Sand an der Seite vom Ziel durchfahren. Bei Donut-Ebene 3 bin ich erst rechts lang, was sich aber durch den Wasserabschnitt und die Brücke als eine Sackgasse erwies. Dann habe ich es links probiert und konnte problemlos am Wasser vorbeifahren. Ich dachte erst, das wäre die dritte Strecke, wo es möglich ist, aber ich lag falsch. Weiter vorne kam ein zweiter Wasserabschnitt, an dem weder links noch rechts ein Weg vorbeiführt. Die Strecke ist leider ein Fail. Königliche Rennpiste. Hier war es auch recht offensichtlich, was zu tun ist. Einfach in den großen Grasflächen fahren. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Ich konnte einen großen Teil der Strecke zurücklegen. Bei der Rampe, die zum Gleiterpad hochführt, wurde es tricky, aber durch die Controller-Vibration wusste ich, dass ich immer noch in der Offroad bin. Ich kam ein bisschen nah an das eine Boostpad, aber zum Glück hat es nicht ausgelöst. Jetzt wird es aber etwas kompliziert. Hier ist ein Gleiterpad, also würde man denken, der Run ist ungültig. Allerdings fahre ich hier an der Seite in der Offroad am Gleiterpad vorbei, womit ich es also nicht berührt habe. Die Regel sagt, dass ich die Pads nicht berühren darf. Ich werde das hier zählen lassen, aber schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das zählen lassen würdet oder nicht. Jedoch konnte ich so am Ende ganz einfach der Offroad folgen und das Rennen beenden. Strecke Nummer 3, die man nur durch Offroad befahren kann. Bei DK-Dschungel kommt man durch Offroad zu einem Boostpad, welches wieder einmal den Run beendet. Wario Arena ist wieder mal eine Strecke, die uns anfangs gar keine Offroad bietet. Sorbetland hat große Offroad-Flächen am Anfang, diese hören aber auf der rechten Seite sehr früh und auch auf der linken Seite etwas später auf. Auch hier ein Fail. Instrumentalpiste hat nur am Anfang einen kleinen Offroad-Fleck. Bringt uns hier aber nichts, Challenge nicht möglich. Yoshis Tal hat so viele Wege, ich dachte, da muss mindestens ein Weg nur durch Offroad befahrbar sein. Aber ich lag wieder einmal falsch, denn direkt am Anfang kommt eine Brücke komplett ohne Offroad. Tic-Tac-Trauma ist wieder mal eine Map, die keine Offroad bietet. Fail. Röhrenraserei hat zwar Offroad, allerdings ist diese nicht in 3 Sekunden erreichbar. Bei Vulkangrollen kommt man durch eine Rampe rechtzeitig in die Offroad, aber die schwebende Steinplattform im Innern des Vulkans macht diesen Run zunichte. Als nächstes kommt wieder eine Rainbow Road, diese haben ja, wie wir wissen, keine Offroad. Bei Varius Goldmine schafft man es nicht in 3 Sekunden in eine Offroad. Wieder eine Rainbow Road, die können wir skippen. Polarkreis-Parcours hat auch keine Offroad. Die Hyrule-Piste hat weiter vorne eine Steinmauer, welche die Offroad komplett abschafft. Neo Bowser City hat am Anfang eine kleine Offroad, die aber nach ein paar Metern direkt wieder endet. Partystraße hat eine Offroad in Form von pinker Wolle, diese hört aber kurz vor dem ersten Boostpad schon wieder auf. Marius Metro hat wieder einmal gar keine befahrene Offroad, genauso wie Big Blue, dort gibt es auch keine befahrbare Offroad. Auf der Paris-Strecke gibt es vorne im Torbogen einen kleinen Offroad-Fleck, aber von hier aus komme ich nirgendwo mehr hin, ich bin quasi auf einer Insel gestrandet. Toads Piste hat zwar Offroad, aber nur ganz kurz am Anfang, danach verhindert das Gelände, dass man weiterkommt. Schokosumpf hat nur einen kleinen Offroad-Abschnitt am Anfang. Ich dachte erst, der Rand hier zählt als Offroad, aber nein, tut er nicht. An alle Coconut Mall-Fans, ich muss euch enttäuschen, hier könnt ihr leider nicht nur in Offroad fahren. Denn es gibt keine Offroad, die man in 3 Sekunden erreichen kann. Weiter zur Tokio-Strecke, wo man erstmal überhaupt keine Offroad antrifft. Fail. Beim Pilzpass kommt man auch nicht weit. Innen kann man hier nicht auf der Offroad fahren und außen wirft euch Lakitu direkt wieder auf die Strecke zurück. Die Wolkenpiste hat eine riesige Offroad, die, wer hätte es gedacht, aus Wolken besteht. Allerdings kommen auch hier ein Gitter und ein riesiger Pilz, welche beide Teil von der normalen Strecke sind und nicht durch Offroad umgehbar sind. Weiter zu Ninja Dojo, wo es wieder mal keine direkte Offroad gibt. Genauso wie bei der nächsten Strecke New York Freeway. SNES Marius Piste 3 gab mir Hoffnung, weil es eine alte Strecke ist, die sehr simpel aufgebaut ist. Und meine Vermutung war richtig, denn hier gibt es bei 100% der Strecke eine Offroad in Form von Sand an der Seite. Damit wären wir bei 4 Strecken, die nur durch Offroad beendbar sind. Kalimari-Wüste sah erstmal vielversprechend aus, aber nachdem mich Thomas fast überfahren hätte, hört die Offroad beim Bahnübergang leider schon wieder auf. Waluigi Flipper brauchen wir gar nicht erst drüber reden, hier sind direkt 2 Endgegner der Challenge am Anfang platziert. Sydney Spritztour hat auch nur am Anfang einen kleinen Offroad-Fleck, der danach wieder aufhört. Kommt schon Nintendo, den hättet ihr auch weglassen können. Beim Schneeland bin ich links nur mit einem Pilz rechtzeitig hingekommen, zählt also nicht. Auf der rechten Seite genau das gleiche. Aber auch wenn man es rechtzeitig schaffen würde, katapultiert mich Lakitu direkt wieder zurück. Die Pilzschlucht hat eine schmale Offroad-Linie, welche wegen der Holzbrücke aber direkt wieder aufhört. Eiscreme Eskapade hat direkt am Anfang ein unumgängliches Gleiterpad, leider auch ein Fail. Bei der London-Strecke gibt es keine direkte Offroad, genauso wie beim Buhu-Tal und dem Gebirgspfad. Auch beim Blätterwald gibt es keine Offroad, wo man mehr als ein paar Meter durchfahren kann. Die Berlin-Strecke und Peach-Schlossgarten sind Strecken, wo am Anfang keine Offroad ist. Bergbescherung hat endlich wieder eine länger befahrbare Offroad. Ich bin rechts auf die Fläche gefahren und dann bis zur Holzbrücke am schmalen Rand entlang gefahren. Aber wie so oft sind es die Brücken, welche die Runs beenden. Die nächste Strecke ist eine Rainbow Road. Ausfahrt Amsterdam ist eine Strecke, die wieder mit einem kleinen Offroad-Fleck am Anfang reinscheißt. Der Flussuferpark-Run wurde beendet durch, wer hätte es gedacht, eine Brücke. Bei DK Schikane konnte ich erst am Rand entlang fahren, aber der Kanonengleiter hat hier den Run direkt beendet. Yoshis Island, dreimal dürft ihr raten, eine Brücke. Bangkok Abendrot hat keine in 3 Sekunden erreichbare Offroad. DS Marius Piste ist meine Lieblingsstrecke und am Anfang sah es recht gut aus. Ich konnte einen großen Teil der Strecke im Gras vorbeifahren. Bevor ich aber zur Röhre kam, die den Run aufgrund von fehlender Offroad beendet hat, hat mich ein Feuerball noch kurz aus dem Leben genommen. Bei Luigi Arena hat am Anfang kleine Kothaufen am Rand, aber die halten auch nicht lange. Überholspur Singapur bietet wieder einmal keine direkte Offroad. Bei der Athen-Strecke konnte ich gerade so in eine Offroad kommen, allerdings konnte ich da nicht lange bleiben. Daisy Dampfer bietet keine Offroad am Anfang. Die Mondblickstraße hat nur vereinzelte Offroad-Abschnitte, die man aber nicht durchgehend befahren kann. Squeaky Clean Sprint können wir direkt vergessen, da ist
ist so gut wie keine Offroad am Anfang. Genau das gleiche war bei der LA-Strecke der Fall. Die nächste Strecke ist Sunset Wilds. Bei Wüstenstrecken habe ich immer Hoffnung. Und tatsächlich ist es sehr einfach, hier auf der Offroad zu bleiben. Die Boostpads kann man einfach umfahren und auch die Zelte sind kein Hindernis. Hier am Ende hatte ich Angst, dass mich Larkity zurück auf die Strecke schmeißt, wenn ich zu weit links am Stein fahre. Hatte er aber zum Glück nicht und so konnte ich die Strecke nur mit Offroad beenden. Das Ganze wäre sogar auf der komplett anderen Seite möglich gewesen. Somit hätten wir Strecke Nummer 5, die man nur mit Offroad beenden kann. Cooper Cup hat leider am Anfang keine Offroad, genauso wie Vancouver Wildfahrt und Rom Ramazamba. Beim DK Bergland konnte ich zwar knapp hier neben den Schildern in der Offroad bleiben, aber der Kanonengleiter hat den Run wieder einmal beendet. Daisys Piste hat am Anfang auch keine Offroad. Die Piranha-Pflanzenbucht hat zwar Offroad, allerdings kommt man von dort aus nicht weiter. Die Madrid-Strecke hat keine Offroad am Anfang. Bei Rosalinas Eisplanet konnte ich direkt am Anfang in die große Schneefläche. Dann bin ich hier hochgefahren, wo mich aber Larkity direkt wieder auf die Strecke gepflanzt hat. Also habe ich es auf der linken Seite probiert. Hier bin ich deutlich weitergekommen und auch ohne irgendwelche Larkity-Action. Leider hat die Offroad nach der langen Kurve direkt wieder aufgehört. Bowsers Festung 3 hat zwar eine kleine Offroad, aber direkt danach kommt ein Gravity Pad, wonach auch keine Offroad mehr folgt. Und die letzte Strecke ist eine Rainbow Road. Somit hätten wir das Endergebnis. Von insgesamt 96 Strecken in Mario Kart 8 Deluxe sind davon nur schlappe 5 durch die Offroad beendbar. Irgendwie enttäuschend, wenn man darüber nachdenkt, aber naja, it is what it is. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr nicht enttäuscht seid und euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal für mehr. Schaut auch gerne mal auf Twitch und im Live-Tab von meinem YouTube-Channel vorbei, denn dort geht es bald mit Streams wieder los. Hoffe ich zumindest. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.